Jeremy! 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 Garak! Hey! Oh shit! Boah, bist du groß wieder, deine Höhe ist wieder viel zu groß, du bist da oben, Naimir. Ich bin einfach nur größer als du. Also daran schon mal gedacht. Weißt du noch, als wir einmal Dingens gespielt haben, wie heißt das, Pavlov? Als du dann irgendwie dieses 3-Meter-Ungetüm warst? Ja. Ich glaube, du musst einmal das... Du deine Füße berühren noch nicht mal den Boden. Ich hab Schwert daran, Alter. Ich sehe das. Du hast noch nicht mal Schwert dabei bei mir. Ich hab schon ein Problem damit, ne? Meine Arme sind nicht lang genug. Wo stelle ich das ein? So, du musst da lang fliegen. Zu diesem komischen Kristallding. Hast du Sensitive Gliding an? Okay. Falsche Richtung. Oh, ist das toll. Du hast da riesige gelbe Kreise, wo du durchfliegen musst. Okay. Du hast da jemanden in deinem Gesicht. Das lernen wir nochmal, okay? Das lernen wir nochmal. Alter, bin ich jetzt ein Flugcoach hier? So, Jeremy, geht's noch größer? Wow. Ich glaub schon, aber nicht so. Kommst du überhaupt an deine Schwerter ran? Nee. Warte, ich geb's dir nicht. Okay. Ne, das hat schon eine taktische das hat schon einen Vorteil. Dass du den Leuten auf den Kopf spucken kannst? Monster zum Beispiel. Warte, ich komm nach oben. Nimm mal nach oben. Okay. Ja, was, ich kann vielleicht an dir klettern. Was ist das? Warte mal, du kannst an anderen Leuten hochklettern, oder was? Nee, ich kann's nicht. Jetzt sieht's aus, als ob ich Jeremy im Schritt rumfummel. Ja, hast du auch. Okay, wo ist er? Oh, Spin Attack! Hast du eigentlich ein Kabel am Kopf, während du deine Spin Attacks machst? Yep. Und das geht gut? Ja, das ist halt Skill. Jeremy, du bist ja klein. Sitzt du gerade? Nee, ich lieg auf dem Boden. Okay, alles klar. Auch okay. Dadurch kann ich denen ihre Attacken ausweichen. Ja, das will ich echt wissen, ob das funktioniert. Spin Attack! Alter. Oh, scheiße! Ich hab nur irgendwas krachen gehört, was war das? Okay, ich muss kurz aufräumen, das war schlimmer als erwartet. Ich hab was? Ein Glas? Ja, nee, also da war... Flüssigkeit war drin, ja. Oh Gott, dein Pisseeimer? Nee, mit Dose. Ich hätte aufräumen sollen. Warte kurz. Oh Gott, ey, war das eine Sauerei, Leute. Den ganzen Urin und Kot eingesammelt. Kot? Ich hab nicht in eine Dose geschissen. Ja, bei dir ist man nie sicher. Aber ja, ich meine, es geht. Wir müssen ein bisschen mehr noch aufräumen, aber... So ein kacke Stückchen klebt beim Headset. Oh, scheiße, genau. Ich wollte Kekse nehmen. Ich hab noch Kekse im Extra, ich hab die extra aufgehoben. Komm mit, da hab ihn. Jetzt stirb da. Easy. Und droppt nix. Wow. Ich hab meine Spin-Attacke benutzt und hab ihn dann verwirrt und dann hab ich ihm in den Rücken gehauen, ganz viel, bis er gestorben ist. Gut gemacht, Jeremy, gut gemacht. Wir sind alle stolz auf dich. Dankeschön. Du hast mir deine Hand in den Mund gesteckt, aber trotzdem danke. Ich wollte gucken, ob deine Zähne in Ordnung sind. Hey Jeremy, komm mal her, willst du in den geheimen Raum mal gehen? Ja. Ja, komm. Oh, kommst du hier etwa nicht rein? Kommst du hier etwa nicht rein? Oh, wie cool. Das ist ja voll geil. Guck mal hier. Oh, guck mal. Boah, Jeremy, guck mal. Siehst du das hier? Ach, du kannst das nicht sehen. Das ist hinter der Kiste, in den Raum, in den du nicht rein kannst. Oh, Mann, das tut mir jetzt aber leid. Wie bitte? Ich höre dich nicht. Pass auf, der Boss ist respawned. Keine Ahnung, ich besieg den schnell. Wenn das ist ernst? Nein. Okay, rennt. Ich glaube, ich weiß nicht, was die Akku-Range von den Viechern ist. Ich habe keine Lust, den jetzt nochmal anzumachen. Ich will jetzt die Kiste haben. Quatsch, der kommt doch nicht hierher. Oh, warte schon. Was ist das? Siehst du gerade den Boss hier hin? Oh Gott, der kommt echt. Der kommt echt. Lauf. Okay, warte, ich will die Kiste haben. Ist die Kiste? Oh Gott, pullen wir jetzt den ganzen Dungeon hier? Okay, nicht sterben. Weg.
Okay, und raus, Jeremy, andere Richtung, hol die Kiste und raus, oh Gott, wir, oh Gott. Okay, wir müssen weiter, wir machen ihn jetzt schnell. Oh Gott, ist das ein Chaos. Jeremy, was hast du gemacht? Okay, Rauf, wir müssen rauf, wir müssen jetzt das überleben, wir nicht. Raus, raus, raus. Oh Gott, warte mal, hier geht's, glaube ich, raus, Leute. Leute. Leute, 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 nein, hier geht's nicht raus. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo es hier rausgeht, Leute. Das war jetzt ein bisschen Chaos, muss ich zugeben. Gut, dass wir auch die ganzen Leute mit in den Abgrund gezogen haben. Also wir sind souverän durch mehrere, also Jeremy hat den Boss gepult, souverän durch mehrere Mobs sind wir durch und haben dann sogar noch die alles zu einer anderen Gruppe geführt. Ich glaube, ich bin bestimmt der Einzige, der überlebt hat. Weißt du, wie schwierig es war, dich zu finden anhand des Streams? Alter, hi. Ich suche ungelogen seit 10, 20 Minuten da vorne und erst bei der Map habe ich gesehen, dass du hinter dem Berg bist. Jeremy, was ist los? Was ist, Kleiner? Mein Rücken tut weh, als habe ich mich hingelegt. Hast du irgendwo ein Kackestück an dir kleben oder so? Was zur Hölle machst du? Bist du jetzt Gott geworden? Irgendwie das schon. War ich vorher schon. Ich habe mich nur... bin aufgestanden. Alter, was machst du? Alter, du bist kein einziges Mal, seit wir spielen, irgendwie normal groß, weißt du das? Entweder du steckst im Boden oder fliegst in der Luft rum. Ich kann nichts dafür, dass du so klein bist. Warum? Wie kann der an mir hochklettern? Wie können Leute an dir hochklettern? Ernsthaft? Die erste Frage ist, warum kannst du fliegen? Und dann auch noch so hoch. Weil ich Gott bin. Warte mal, wie machen die anderen das? Ich kann nicht an dir hoch. Wie machen die anderen das? Ich habe keine Ahnung. Die Erklärung wäre jetzt zu lange dauern. Der klettert wahrscheinlich auf den Stuhl. Wahrscheinlich. Sicher, dass Jeremy schon drin ist? Falls ja, dann ist er schon tot. Hä? Er ist reingelaufen vorhin. Dann ist er schon tot. Das wäre die Krönung einfach. Dann ist er durchgerannt. Ja, ich sehe eine ganze Ladung an Mobs da rumlaufen. Der hat wahrscheinlich die alle gepult. Oder er liegt da tot um die Ecke. Das kann ich mir auch gut vorstellen bei dem Jungen. Alter, halten die viel aus, die Viecher. Wir hauen hier mit einer halben Armee drauf und die krepieren nicht. Warte, laufen wir gerade überhaupt richtig? Fast drei? Alter, Junge. Wir laufen gerade voll falsch, fällt mir gerade auf. Reverse Stabber. Was? Achso, ja, genau. Oh, Mann, Jeremy, du hast ihn damit sofort getötet. Oh, Alter, hast du ihn fertig gemacht. Junge, gut gemacht. Oh mein Gott, nackig. Guck mal, der hat noch nicht mal Nippel. Warum bist du nackig? Und was ist mit deinem Hals und deinem Körper los? Die sind eindeutig nett verbunden. Ich habe irgendwas Falsches geklickt. Oh Gott, ja wirklich, dein Kopf gehört irgendwie echt nicht zum Körper. Das sieht aus, als ob du... Füße sind falsch. Warte mal, eure Füße sind alle falsch rum. Was ist denn los hier? Jeremy, pulst du wieder... Pulst du wieder den halben Dungeon? Nö. Ehrlich nicht? Das sieht nämlich nach was ganz anderem aus. Ich kann nichts dafür, dass die wissen, dass ich so gefährlich bin. Oh, Jeremy, manchmal. Oh Gott, Leute, ey. Das ist so ein Chaos mit dir, Jeremy. Ich sehe nur Farben. Ich bin. Spin-Attacke! Ja, Jeremy, mach sie fertig mit deiner Spin-Attacke. Ich kann noch nicht mehr die HP von euch sehen. Ich sehe jetzt Zahlen. Sorry nochmals, ich muss nicht. Ich hab vergessen, dass man. Oh Gott, du hast auch welche mitgebracht, Lux. Alter, wir haben wieder den ganzen Dungeon hier. Oh Gott, Leute, das gibt's doch nicht. Wie viele denn noch? Haben wir es gerade echt überlebt? Alle? Ja. Den halben Dungeon gepult und wir haben es überlebt? Ich war die ganze Zeit zwischen minus 300 und plus 300 HP. Hast du mal eine Spin-Attacke gesehen? Muss mal eben... Jetzt habe ich schon wieder einen Zauber Okay, wir müssen versuchen, irgendwie hier den Weg rauszufinden, ohne wieder all den ganzen Laden zu pullen, okay? Wir haben den schon. Das macht Jeremy schon für uns. Wo kommen die alle her, Leute? Wo holt ihr die alle her? Ohne Spaß. Okay. Wir kriegen die noch kaputt. Wir schaffen das. Alter. Stellt euch schon mal in der Reihe auf. Wir holen euch da den gleich alle. Alter. Schlafen. Ihr wollt mal wohl verarschen. So kann ich euch beide einfach holen. Das ist gut. Ich hab meinen Gundam fertig gebaut. Tot rumstehen.
glaubt, ihr müsst noch ein bisschen näher ran. Irgendwie. Bist du rüstig? Was ist denn sein Penis los? Hi, ready? Ja. Irgendwie. Ja, da kommt's. So, jetzt können wir jetzt bitte rausgehen und nicht wieder alles pullen. Ja, wo ist Jeremy schon wieder? Wo ist Jeremy? Jeremy ist verschwunden. Oh nein. Ja, das dachte ich auch gerade. Oh Gott. Er rennt einfach. Wir gehen, oder beziehungsweise, wir gehen jetzt ganz langsam hier raus. Wir machen die alle nochmal weg. Und wenn Jeremy was mitnimmt, dann ist es sein Problem.